7 Uhr morgens, Elbstrand, Övelgönne, wundervolle Atmosphäre, direkt gegenüber vom Hamburger Hafen, da hinten der Burchardkai, die ersten Fähren sind auch schon unterwegs. Nachher tobt hier am Strand wieder das Leben, aber vorher muss der Müll erstmal weg. Hans Knack von der Hamburg Port Authority, Sie sind hier im Einsatz bereit. Mit wie vielen Mann sind Sie unterwegs, um den Strand vom Müll zu befreien? Das ist unterschiedlich, so zwischen 8 und 15 Leute. Und zusätzlich gibt es noch, wir sehen es im Hintergrund, ja, den sogenannten Beach Cleaner. Was macht der? Das Gerät macht also jetzt den Strand nicht besenrein, aber bis 10 cm gehen wir in den Sand rein. Und alles, was sich da befindet, Glasscherben, Kronkorken, ja, alles, was er aufnehmen kann, das rüttelt er sich rein. Wir finden da auch mal Handys und. Der Beachcleaner läuft an dieser Stelle zweimal, also montags, freitags. Und wenn das zu schlimm ist, schicken wir ihn auch noch zwischendurch. Denn wir haben ja dieses ganze Gebiet bis Wittenbergen. Da geht der Beachcleaner dann auch die ganze Woche über durch. Wir gehen dann von hier bis Wittenbergen. Also der Beachcleaner siebt ja wirklich bis ins Feinste sozusagen aus. Welche Dinge wurden gefunden? Was waren vielleicht so die skurrilsten Fundstücke, die Sie hier sammeln konnten? Das war ein Gebiss. Konnten wir leider aber den Besitzer nicht wieder übergeben, weil wir den leider nicht ermitteln konnten. Ansonsten haben wir hier wirklich schon Ausweispapiere gefunden und. Und da sind wir auch wirklich so, dass wir sagen, das möchten wir gerne auch wieder abgeben und entsorgen das nicht, sondern versuchen immer wieder, dass dann auch Schlüssel, dass wir die irgendwo hinkriegen, dass der Besitzer das wieder bekommen kann. Was würden Sie sich denn von den Menschen wünschen, die hier an den Strand gehen und grillen und feiern und einen lustigen Abend haben? Dass sie ihr Müll wieder mitnehmen. Dass sie einfach so, wie sie kommen, wenn der Strand sauber ist, den auch so wieder hinterlassen. Das wünsche ich mir. So, der Strand ist gereinigt und bestens präpariert für einen wundervollen Sommertag hier am Elbstrand. Das war's von uns. In Hamburg sagt man Tschüss.